Moin, in diesem Video möchte ich euch meine Bücherneuzugänge aus dem Monat Januar 2019 vorstellen. Es ist zwar noch nicht Ende Januar, aber ich weiß einfach, dass nichts mehr einziehen wird. Und da ich gerade so viel Lust habe, dieses Video zu drehen, dachte ich, mache ich es jetzt einfach. Es sind auch nur 5 Bücher, die ich euch vorstellen kann. 3 davon sind Rezensionsexemplare und 2 habe ich mir selbst gegönnt. Ich fange jetzt auch an mit einem Buch, was ich mir selbst gekauft habe. Das ist auch das teuerste und gleichzeitig das dünnste Buch, aber ihr werdet gleich sehen und merken, dass es etwas Besonderes ist und deswegen so teuer war. Ich rede von Widow's Point von Richard und Billy Chismar. Das Buch ist im Cemetery Dance Verlag erschienen. Der bringt jetzt seit kurzem auch in Deutschland Bücher raus, und zwar unter dem Dach vom Buchheim Verlag. Der Cemetery Dance Verlag kommt eigentlich aus Amerika, glaube ich, und bringt dort eben Horrornovellen, Horrorromane raus. Und Widow's Point ist die erste Horrornovelle, die es jetzt auf Deutsch in Deutschland gibt. Ich habe dieses Buch bei einem Hangout von Chrissy gesehen und auch auf dem Kanal von Florian, also Creepy Creatures Reviews. Und da war ich einfach irgendwie hin und weg. Die Idee fand ich toll und auch, dass es so eine limitierte Ausgabe ist. Also es gibt nur 999 Exemplare und deswegen kann man dieses Buch auch nicht im Buchhandel kaufen, sondern kann das nur über den Verlag tun. Und ja, da habe ich mich halt auch zu entschlossen. Leider habe ich keine tolle Nummer. Ich habe ja so ein bisschen drauf gehofft, irgendwie 666 zu bekommen oder eine andere Schnapszahl oder eine runde Zahl. Ja, ich habe leider die 523 von 999 Exemplaren. Aber es ist immerhin signiert und eine besondere Ausgabe. So wie man das vom Buchheim Verlag auch kennt, ist das wirklich sehr, sehr schön aufgemacht. Es ist gebunden, hat ein Lesebändchen und ist auch illustriert. Und was ich besonders schön finde, ist halt das Cover. Einmal das Motiv sieht richtig schön düster aus, ohne trashig zu wirken. Es hat auch irgendwas Künstlerisches. Und das Besondere ist hier am Leuchtturm, wie hier mit dem Licht gespielt wird. Und dass die Lichtstrahlen eben erhaben sind, die kann man spüren. Und die glänzen so ein bisschen, ne? Weil sie lackiert sind. Ja, so strahlen sie so im Licht so ein bisschen. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Aber dennoch sind 36 Euro natürlich sehr, sehr viel für so ein dünnes Bändchen. Ob sich das für mich gelohnt hat, zum Inhalt, meine Meinung, werde ich dann im Lesemonat Januar preisgeben. Hier jetzt nur kurz, worum es sich dreht, worum es geht. Es geht um einen verfluchten Leuchtturm an der Küste. Und dort sind halt seltsame Todesfälle vorgekommen, die nicht geklärt werden können. Nun möchte ein berühmter Autor, der mehrere Bücher über mysteriöses, unerklärliche Fälle geschrieben hat, eine Nacht im Leuchtturm verbringen und er zeichnet seine Erlebnisse halt mit einer Kamera und mit einem Diktiergerät auf. Und in dieser Form ist das Buch eben auch geschrieben. Also wir kriegen nur das mit, was er filmt oder eben lesen das, was er seinem Diktiergerät drauf spricht. Und das ist auf jeden Fall eine besondere Art und Weise. Ja, wie gesagt, mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Nur, dass es ja meine erste limitierte Ausgabe ist und irgendwie bin ich da stolz drauf, auch wenn es natürlich viel Geld war. Aber irgendwie, ja, kann man sich auch sowas mal gönnen. Das nächste Buch ist ein Rezensionsexemplar und zwar ist das sozusagen ein Sequel. Eine Weiterführung von einer meiner Lieblingsreihen, und zwar von Eragon. Die Gabel, die Hexe und der Wurm. Geschichten aus Alagesia, Band 1, Eragon von Christopher Pauline ist halt dieses Buch, was jetzt gerade im Januar erschienen ist. Und da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich ein bisschen skeptisch bin, beziehungsweise es schade finde, dass es kein richtiger Roman ist. Ich hätte das besser gefunden, wenn Christopher Pauline sich entweder was ganz Neues ausdenkt oder eben eine neue Reihe anfängt, die zwar in der gleichen Welt spielt oder mit anderen Protagonisten oder halt mit Eragon. Aber Kurzgeschichten bin ich eigentlich nicht so der Fan von.
Dennoch möchte ich es natürlich unbedingt lesen, vor allem weil ich auch nicht so der Fan von dem Ende der Reihe war. Da war ich ein bisschen enttäuscht und ich dachte, vielleicht tröstet mich das hier so ein bisschen drüber hinweg, denn wir begegnen hier Aragorn ein Jahr nach dem Ende sozusagen der Reihe und erleben mit, wie jetzt sein Alltag ist. Ich werde jetzt nichts verraten, wie genau die Umstände sind, weil ich möchte ja niemanden spoilern, der Aragorn noch nicht gelesen hat. Das wäre sehr, sehr schade. Aber wir haben halt diese Rahmenhandlung von Aragorns Alltag und darin sind drei Geschichten eingewoben. Ich lese es gerade, bin etwas über die Hälfte hinüber und werde euch hierzu eine Rezension abdrehen, weil es eben ein Rezensionsexemplar ist und ich hier auch einiges zu sagen habe. Was ich allerdings ja eingestehen muss, dass ich das Cover ziemlich hässlich finde und nicht sehr gut gelungen, weil, also ich finde, das sieht sehr nach Computer aus und sehr dunkel und irgendwie hat es für mich keinen Reiz, nur vielleicht die goldene Schrift, die das Ganze ein bisschen edel macht und dass der Umschlag wieder so papierartig ist, wie auch die Reihe vorher. Aber ansonsten mag ich das überhaupt nicht und ich finde gerade so eine tolle Reihe, da hat man doch auch vielleicht ein bisschen mehr Budget auch so ein bisschen mehr ins Cover reinzubuttern, oder? Also finde ich sehr, sehr schade. Oder bin ich jetzt nur die Einzige, die sagt, die das irgendwie nicht ansprechend findet? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Naja, aber mehr zum Inhalt und zu meiner Meinung, denn in der Rezension und im Lesemonat. Ja, dann wieder ein Buch, was ich mir selbst gekauft habe, und zwar eigentlich für die Uni, aber ich dachte, ich zeige es euch hier trotzdem, weil ich wollte von dem Autoren sowieso mal was lesen, insbesondere den Sandmann. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, wer gemeint ist. Und zwar habe ich hier gesammelte Werke von E.T.A. Hoffmann. Diese Ausgabe ist im Anaconda Verlag erschienen. Die haben halt mehrere solche Werke zu verschiedenen Autoren, sehr, sehr günstig. Sind jetzt nicht alle seine Werke drin, aber sehr, sehr viele. Und es ist immer leingebunden und immer so goldgeprägt, wo das Gesicht des Autors drauf ist und dann halt hier der Name und eben gesammelte Werke aufgedruckt. Finde ich sehr, sehr schön, obwohl ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich die Farbe sehr, sehr schön finde. Es könnte ein sehr, sehr schönes Moosgrün sein oder ein sehr schreckliches Popelgrün. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber ansonsten ganz cool. Also der Sandmann ist hier auf jeden Fall enthalten. Ich soll aber oder ich möchte aber auch für die Uni halt mehrere andere seiner Werke lesen, wusste aber nicht genau welche und habe mir deswegen eben ein Buch mit mehreren Werken von ihm gekauft. Das wird jetzt aber nicht auf meinem Sub landen, weil ich eben nicht von vorne bis hinten dieses Werk durchlesen werde, sondern nur einige seiner Kurzgeschichten. Ist ja der berühmteste Vertreter der deutschen Schauerliteratur, gerade mit den Sandmann. Und da bin ich einfach sehr gespannt, ob der mir gefallen kann und ob der, ja, auch dieser altertümliche Schreibstil mir trotzdem oder gerade deswegen einen Schauer über den Rücken jagen kann. So, und jetzt haben wir noch zwei Rezensionsexemplare und beide sind so ein bisschen meinem Bergsteiger, Eis, Südpol, Nordpol Fieber geschuldet. Denn ich habe ja viel recherchiert und viel gelesen und viel Dokumentationen geguckt und bin dann irgendwann auf zwei Neuzugänge gestoßen, die ich mir dann einfach mal angefragt habe. Und zwar ist das zum einen Die Toten vom Djatlov-Pass, eines der letzten Geheimnisse des Kalten Krieges von Alexei Rakitin. Ich hoffe, dass er so ausgesprochen wird, aber es ist eben Pseudonym, also dass so ein Thema ist, wo man nicht öffentlich drüber sprechen darf, jedenfalls nicht in Russland, weil diese Daten dort oder da Informationen sehr, sehr lange unter Dach und Fach gehalten worden sind, hat er halt hier unter Pseudonym recherchiert und geschrieben. Und es geht eben um eine wahre Begebenheit. 1959 werden in einem Gebirgspass im Ural mehrere Leichen von jungen ja, Bergsteigern gefunden. Sie sind entblößt und haben seltsame Verletzungen und sind radioaktiv verstrahlt. Und darum ranken sich sehr, sehr viele Rätsel und Legenden und ja, Vorschläge, was nun mit ihnen passiert sein soll. Das geht von Mord über Intrigen bis zum Yeti. Und ja, jetzt ab 2018 sind halt die bislang streng geheimen Akten
frei zugänglich und deswegen konnte der Autor halt noch mehr recherchieren und ich glaube auch einige Leichen wurden exhumiert. Da habe ich halt auch so ein paar Dokumentationen schon zu gesehen und deswegen kommen jetzt immer mehr Informationen ans Licht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob mich denn das packen kann. Es soll sehr detailliert sein. Es ist ja auch relativ dick. Ich bin gespannt, ob man da gut reinfinden kann und ob mich das packen kann. Ja, eine erstmalige Auswertung sämtlicher Akten mit zahlreichen Originalaufnahmen vom Fundort. Der bizarre Tod einer Wandergruppe im Ural. Ja, da bin ich gespannt. Und auch das nächste ist ein. Ja, beruht auf einer wahren Begebenheit, ist sozusagen ein Erfahrungsbericht bzw. Sachbuch. Und diesmal dreht es sich um den norwegischen Entdecker und Nationalheld Amundsen. Wie heißt er nochmal mit Vornamen? Roald, genau, Roald Amundsen. Der hat ja als erster Mensch den Südpol betreten mit seiner Expedition. Und das war ja, so ein spektakuläres Event, denn er ist gleichzeitig mit dem Engländer Scott aufgebrochen und die haben sich so ein Wettrennen zum Südpol geliefert. Amundsen hat gewonnen, Scott ist zwar auch angekommen, aber zu spät nach Amundsen und ist auch nicht mehr wiedergekehrt von dieser Reise. Ja, aber Amundsen hat auch noch viel andere Sachen entdeckt und erlebt und das ist nun ein Buch über seine letzte Reise. Dort besteigt er ein französisches Flugboot mit dem Ziel Spitzbergen. Der Bezwinger des Südpols und norwegische Nationalheld macht sich auf, den Polarforscher Umberto Nobile zu retten, der mit dem Luftschiff Italia bei der Rückkehr vom Nordpol abgestürzt ist. Am Abend jenes Tages geht ein Funkspruch ein. Es sind die letzten Lebenszeichen von Amundsen und der Crew. Bis heute fehlt von ihnen jede Spur. Was ist damals tatsächlich passiert? Ein Thriller, den die Wirklichkeit geschrieben hat. Ja, ich bin auch hier gespannt. Über diesen Vorfall weiß ich fast noch gar nichts, aber auch das ist jetzt gerade ganz frisch erschienen und deswegen konnte ich es als Rezensionsexemplar anfragen und da bin ich einfach gespannt, weil ich finde diese Person auf jeden Fall sehr faszinierend und meistens die, die sowas Extremes machen und durchführen, das sind meistens auch sehr exzentrische, leidenschaftliche Personen, Persönlichkeiten. Und ich bin gespannt, mehr über ihn herauszufinden. So, das waren meine Neuzugänge aus dem Januar. Es waren ja auch nur fünf. Und bei dieser Gelegenheit würde ich euch gerne mal fragen, was ihr eigentlich besser findet. Normalerweise versuche ich hier mal so ein bisschen zu sammeln, bis ich mehrere Neuzugänge zusammen habe, dass es dann ein längeres Video wird. Andererseits denke ich mir, wenn ich so lange warte und die Neuzugänge dann mittlerweile schon gelesen habe, ihr sie dann im Lesemonat schon gesehen habt, macht es denn überhaupt noch Sinn, ein Neuzugänge-Video zu drehen? Und deswegen dachte ich, jetzt drehe ich auch erst die Neuzugänge, dass ihr sie einmal gesehen habt und meine Erwartungen daran gesehen habt und dann irgendwann im Lesemonat sie nochmal seht. Ja, ist es für euch doppelt gemoppelt, wenn ich jetzt halt so lange warte? Oder findet ihr es einfach besser, mehrere in einem Video zu haben? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also entweder ich mache nur wenige in einem Monat, aber dafür immer aktuell, dass ihr denn gerade die aktuellen gesehen habt und dass ihr die Bücher dann eigentlich auch noch nicht kennt auf meinem Kanal. Oder aber ich sammle so ein bisschen und habe dann halt aber auch viele Bücher dabei, die ihr vielleicht dann schon in einer Rezension oder eben in einem Lesemonat gesehen habt. Habt ihr da Vorlieben? Ist es euch da überhaupt egal? Oder habt ihr da eine Meinung zu? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Weil ich da selber noch nicht ganz so schmierschlüssig bin, wie ich das am besten finde. Ja, das war's aber. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude mit diesem Video und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Macht's gut. Ciao, ciao.